Tarkov ist ein Game wie kein anderes auf der Welt. Man könnte fast sagen, es ist für mich zumindest wie ein Film, bei dem ich erwarte zu wissen, was passiert, und am Ende gehe ich aus dem Kino und denke mir, ich muss diesen Film nochmal sehen, weil er einen einfach so hart fasziniert und fordert und man muss überlegen und man freut sich und man weint zwischendurch und es ist Trauer und Glückseligkeit und Tarkov ist ein Game wie kein anderes Game auf dieser Welt. Es gibt auch kein Entkommen von Tarkov. Es gibt eigentlich nichts anderes als Freude und Schmerz abwechselnd. Und die Schmerzpunkte sind tief und die Freudenpunkte sind hoch. So auch, wenn man, und das hier soll ein kleiner Film für euch sein, für alle, die da wirklich Lust drauf haben, sich in diese Welt zu begeben, zwischen es läuft richtig gut und alles ist vorbei, sind manchmal nur 800 Millisekunden Bullet Velocity von einer Kugel. Seht selbst. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Also hat er dein Programm angezeigt, dass eins hier ist? Seine Nase hat's angezeigt. Achso. Ja, dann rüber. Ja. Gegner, Gegner, vorne, links. Richtung Kreuzfeller? Direkt hier vorne, rechts von uns. Hier direkt Hinter am uns? Eingang, oder was? Ja. Keiner ist draußen, right? Nope, ich schmeiß Right. eine Granate rüber. Einer minus. Nice. Ich nähe nochmal. Außen kommt noch was rein. Ich bin draußen, jetzt links, also vorm Eingang bin ich Okay, nicht. der schießt auf mich. Eingang bist du, oder was? Nein, 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 nein. Bin links vom Eingang. Ich pushe Links extra von uns links. ein Skeff, links von uns ein Skeff. Minus, minus. Ich komme jetzt Nice. wieder rein. Ich komme jetzt wieder rein. Okay, ich bin direkt hier. Ich halte mich. Ein Skeff außen, hol ich mir. Ja. Der Skeff hat gerade eine Nade geworfen. Ich habe noch eine drinne. Nice. Hinten, hinten. Passen. Hab noch einen, hab noch einen, hab noch einen. Nice. Ich bin kurz raus. Hab noch einen, hab noch einen. Okay, dann hast du den Außeren, oder? Ist noch einer? Ne, außen ist noch einer. Shit. Ja. Hast du ihn außen? Ja. GG Boys! Nice. Wem gehört Woods? Kommen wir von draußen schnell. Wo Was? seid ihr? Wo seid ihr? Wo Ist seid ihr? drinne, drinne, Im drinne. Container. Noch einer drin bei mir. Tot. Ich laufe zu euch Du? hinten durch. Ich bin das. Hinter mir einer. Das bin ich. Bin sehr low, bin sehr low. Ich bin Wo am bist du? Anfang, wo du jedes Mal Ich bin im suchst. Container, ich bin im Container. Ein guter und aggressiver Start in eine Tarkov-Runde kann vieles über die gesamte Runde eigentlich schon bestimmen. Genauso kann es in Tarkov aber auch passieren, dass ihr nach einem aggressiven, unterhaltsamen, guten Start schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeführt werdet und immer das Motto habt, ein Entkommen aus Tarkov gibt es nicht. Müsste noch einer sein. Ich höre einen. Ich bin am Husten. Also. Ja, bin tot. Der ist dort am Medicrate. Einer oder wie viel? Einer noch. Skef oder Spieler? Spieler. Wie viele? Ah, fuck! Sorry, Slimy. Naja, immerhin zwei bekommen. Holy fuck! Ein guter, aggressiver Start in die Runde macht Spaß, bringt das Adrenalin in den Körper, macht unglaublich viel Freude. Und es war der Anfang des Tages. Das heißt, wir nehmen lieber den Sieg mit über aggressives Gameplay, über Spaß an etwas, was man gerne macht. Und wir wussten zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht, was uns noch erwartet. Und es sollte uns gnadenlos treffen.
Wir sind alle zusammen gewesen, weil wir ähnliche Quests hatten, die wir gerne weiterführen mussten. Deswegen saßen wir mitten auf Woods am offensten Platz überhaupt und mussten verschiedene Dinge stashen, damit die Trader glücklich sind, wir mehr XP bekommen und wir im Level steigen. Das ist der Moment, wo man sich so überlegt, dass es wirklich angenehm ist, Communities zu haben, mit denen man gemeinsam neue Spiele entdecken kann. Deswegen an der Stelle ein dickes Danke an jeden von euch, der die Videos anklickt, der in den Streams dabei ist, der mich bei diesem Projekt unterstützt, was mir, seitdem ich Tarkov kennengelernt habe, deutlich, deutlich mehr Spaß macht als die letzten Monate Call of Duty. Dann weg. So. Chat, man sitzt hier auch wirklich gar nicht offen, also es sieht gar keiner. Aber Queen finde ich, ne? Wie viel muss ich die Shots leanen bei M62? Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin nicht weit genug vor ihm gewesen, als er rannte. M62 musst du hochhalten. Ah, okay. Und ein bisschen davor. Du siehst aber doch die Tracer. Ja, das war ein bisschen schwierig zu sehen, weil er hinter dem Busch verschwunden ist und ich sah die Tracer immer nur, wie sie dahinter einschlug. Deswegen kann ich halt nur die M61 empfehlen, 250 Meter kein Bullet Drop. Ja, das hätte wahrscheinlich eben für den Kill gereicht. Wollen wir zum Medcamp hoch oder? Ja, wir müssen ja eh da raus, ne? Ich glaube halt nicht, dass wir da noch was finden, ne? Ich vermute. Nice. So schnell wie die da durch waren? Ja. Nach der erfolgreich abgelegten Quest haben wir uns entschieden, gemeinsam eine entspannte Runde Scav zu spielen, bis wir das hörten. Die braucht ihr. Okay. Ich glaube, da ist einer in der Mine gelaufen. Ich glaube auch. Und der Hund weiß, er darf es nicht. Jetzt ist er tot. Jetzt ist er tot. Ich will ihn looten. Das da hinten bin ich vor 8 Wochen. Ja, hinten da. Ich glaube, der ist auch hin. Richtung Exit müsste er gestorben sein, oder? Ich glaube, dass der hinten Richtung Deadman's Place nach hinten gelaufen ist und den Exit gesucht hat oder so. Komm, Chat, wir gucken und lachen hinaus. Oder hinterm Auto. Rechts, ich glaube, er ist rechts außen gelaufen. Ich kann nur von mir sprechen, ich bin allein bei dem Exit 15 Mal in die Minen gerannt. Essentials, okay. Ja, ich wusste, dass es da jetzt neue Bezeichnungen gibt, aber nicht wie genau. Auf der Suche nach einem PMC. Yo, dude, are you still alive? We have a clinicum. We have heal stuff for you. Hier nicht? When you're dead, say I'm dead. Das Ding ist, er muss ja ein paar Meter. Ich weiß nicht, wann die hochgehen, aber ich glaube so nach 1-2 Metern relativ schon. Kann er über die Hügel schon gelaufen sein? Bei mir? Maybe? Nein, nein. Du kommst nicht weit. Weil ich sehe noch nichts. Ja, er kann auch hier unten. Weiter rechts gestorben. Er kann auch hier unten. Wollt ihr nach rechts gucken? Ich guck hier mal. Rechts bin ich ja gerade, da guck ich gerade. Ah, okay. Aber. Gerade noch nichts. Ist der da im Busch? Chat, wo ist der Bre hingelaufen, dass er hier stirbt? Ich trau mich nicht mehr. Vielleicht sehe ich was, aber. Ich hab einen Scope. Komm mal her. Weil rechts beim Auto. Er ist, glaube ich, in die Minen gerannt, Chat. Aus. Aber unsicher. Ach ja. Hast du ihn gefunden oder was? Bin ich mir unsicher. Also ohne Scope sieht was aus, als ein Gras liegt. Das müssen wir untersuchen. Kann halt auch nur ein Ast sein, aber es sieht halt schon so. Guck mal nach vorne, wo ich ihn ziehe. Was im Gras liegt, siehst du das? Der hintere Baum. Davor halt. Ah. Da ist irgendwas. Aber kommt der so weit? Der ist zweimal explodiert. Meint ihr hinter. Hin? Da liegt er, ja. Da! Nee. Okay, es ist ein Scav, oder? Kann man. Hat der. Ja, es sieht nach Scav aus. Okay, wisst ihr was? Was macht der hier eigentlich? Okay, wisst ihr was? Meine, kommen wir da hin? Wartet, ich weiß wartet. Nicht, ob die Minen explodieren. Wartet. Ob die Minen zweimal explodieren an der hier? Stelle. Hier? Nehmt meinen Rucksack. Okay, Chat.
5 Euro, schaffe ich es dahin oder fliege ich in die Luft? Okay. Wo genau ist der hier? Wer sucht, der findet. Wer drauftritt, verschwindet. Wo genau ist... Weiter links. Weiter geradeaus. Warte, ich guck nochmal von der anderen Stelle. Ja, klar, du bist fast da. Das da vor mir, ist er das? Ah! Da ist doch was explodiert. Ich geh mal hin. Warte. Oh Gott. Habt ihr was gegen Blutung? Ich hab ein Bandage, hab ich. Ich hab ein S-Mart. Du hast eine schwere Blutung, oder? Das S-Mart brauche ich. Und ich hab für dich Heilung. Die ist irgendwo hier hingefallen. Are you serious? Hier ist Käse? Ja, den habe ich da hingeschmissen. Brauchst du auch die Bandage? Nur das S-Mark. Okay, das hat Slime. Danke. Der wird doch eh nichts gehabt haben, oder? Also glaube ich. Egal, nicht. Wir wollen es wissen. So. Ist er das hier vor mir? Mehr rechts ein bisschen. Mehr rechts? Ein bisschen nach der Erhöhung. Er ist ja. 2 Meter vor dir etwa. Ich seh ihn. Da liegen 2 Skeps. Der Weg ist frei. Ich glaube, das explodiert immer wieder. Ja, was soll's. Ich hab Angst. Nach ein paar weiteren entspannten Runden ohne unser nächstes Ziel, Stürmen töten, kam dann der Höhepunkt dieses ganzen Films, dieses Kurzfilms für euch heute. Wir haben Stürmen getroffen, was wir nicht eingeplant hatten, dass er tatsächlich da ist, der Scav-Boss von Woods, der sehr fetten Loot droppen kann, wenn man ihn tötet. Und nun ja, seht selbst, was passiert. Schaut euch das bis zum Ende an. Und wenn euch dieser kleine Kurzfilm gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, auf dieser Reise beim Versuch von Tarkov zu entkommen, lasst ein Like da und lasst ein Abo da. Habt vielen Dank für all eure Unterstützung. Zeitpunkt SJ6, ganz falscher Zeitpunkt. Na, wo liegst du auf dem Boden? Ich vermute, dass der hier sitzt oder liegt. Camper. Kann er links unten sein? Wollen wir rechts weitergehen? Die Holzdinger ablaufen. Unten vorne am Wasser? Na, schieß, wir sehen. Hab ihn, glaube ich. Hab. Könnte Shooterborn sein. Warte mal kurz. Ah, nee, kein Shooterborn. Aber vielleicht hast du ihn auch bekommen. Aber war er das, ist die Frage. Nein, niemals. Ah. Das ist ja. Wo ist der denn gerade hingewandert? Ist der oben oder? Gelf unten. Lass ihn. Vor uns. German? Du irgendwo bist du? Ich bin rechts von euch. Den unten hab ich. Lager. Ja. Bons. Minus. Nice. Rechts ist noch was. Unten. Mo. Oh mein Gott. Er nade. Ich nade runter. Scaff. Doch nicht. Stürmen, glaube ich. Stürmen. Ja. Ich brüche ihn von unten. Rechts. Ah, rechts am Holz ist er. Ich bin tot. Hab ihn. Ich hab ihn. Sorry. Tut mir leid. Wisst ihr, Chat? Ich sag euch eins, ne? Ich kriege heute gar nichts. Komm, weg. Raus. Also, naja, eigentlich, okay, nee. Du kriegst sie, du kannst sie haben, ist mir egal. Nee. Ist mir egal. Ich wollte nur nicht, dass wir jetzt sterben und der einen Schlüssel hat, aber. Ja.
Hast du einen Pauschalschaden? Ja. Gut. Den Key habe ich auch, also ist alles okay. Raus, Chat, raus. Wie viel ist die wert? Ich gucke. Du hast genug Geld acht, jetzt. 8 Mille? Ich hab 8 Mille, du hast 20. Ja, aber Chef, hier hat noch eine Black, also. Wieso hast du 8 Mille? Ist deine Karte. Du hast den letzten Schuss gehabt. Nimm du die auch jetzt. So, lass mich mal eben hier kurz nachdenken. Ich wollte wirklich nur einmal ganz kurz ran. Ich habe nicht vor, irgendwas von dir wegzunehmen. Ja, kannst du ruhig haben, wenn du willst. Das stimmt. So. Ja, fast 8 Millionen. Mhm. CJ ist das zweitwertvollste Item im Game. Kann ich mal erwähnen, dass wir komplett casual einfach mal Stürme töten? Mittlerweile. Ja. Alter, Chat, der hat so viel Schüsse von mir bekommen. Beim ersten habe ich gedacht, Scav, und beim zweiten habe ich gesehen, ist ein Guard. Und dann war klar, Stürme muss auch irgendwo sein. Und wo ist Drang? Ich bin dort. Dort. Ah, dann warst du das vor ihm. Ja. Geil, Alter! Ich wollte jetzt so einen Gratar, ja, wirklich. Es bockt gerade heute, ja. Aber kann ich mal erwähnen, dass ich hier so viele Hits auf diese Fixer haue und keiner bei mir umfällt? Keiner. Vor uns? Mhm. Ich seh ihn. Mach du, Skeff. Ja. Ich hab die Quest durch. Noch einer Bracke. Okay, lass uns weiter nach rechts rotieren. Ja, ja. Die Spitze. Nicht mehr viel Muni. Was ist die Gelbe auf dem Flieh wert? Ach. Nice. Skets vor uns. Hol dir. Die haben noch Autos, oder? Ja, haben wir. Okay. Oh, shit, leer. Okay, ich habe jetzt noch 8-9 Kugeln vielleicht. Hab noch ein halbes Magazin, aber keinen Bock nachzudenken gerade. Einfach nur raus. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Stürmen eine fucking Karte droppt? Ich hätte lieber Stürmen gehabt, ey. Das war meine Quest. Sorry. Das kann nicht sein, dass du immer den letzten Schuss heute hast. Immer. Ich habe ein ganzes Mech auf ihn draufgeballert. Alter, ich hätte mir davor. Das ist die beste Waffe im Game, ja? Hallo? Hast du gesehen, was der bekommen hat? Hinten uns läuft einer. Ich sehe ihn. Ist ein Skat. Chat, wir brauchen halt Stürmen für die Quest und das war richtig, also es war, obwohl casual, war das richtig gut gemacht eigentlich. So. Oh, warte, komm raus, komm her. Was? Jetzt warte. Wenn du willst, ne? Nein, komm her. Ist Tarkov-Regel, ich hab gesagt, ich will sie nur safen, ist deine. Danke. Aber warte. Nein, komm zurück. Ich will nichts anderes. Alles gut. Dann nimm immer einen Key, bitte. Brauche ich nicht, danke. Ach Mann. Ich meine, danke natürlich. Die Karte in deinem Pouch. Ich verdiene mir meine Sachen selber. Auch daran, ja. Sandwich, wir haben aus Stürmen die gelbe Labs-Card rausgeholt. Es gibt die überall bekannte Tarkov-Regel, wer den Kill macht, bekommt den Loot. Und weil wir ein Team sind, war es für mich selbstverständlich, dass ich dieses unfassbar wertvolle Item natürlich abgebe und nicht behalte. Auch wenn ich sehr, sehr gerne die 8 Millionen Rubel mitgenommen hätte. Unser Kumpel hat den Kill an Stürmen gehabt, er hat den Loot verdient. Und damit schloss sich dieser Tag für uns und wir sind weiter auf der Jagd nach ihm und vielleicht der lilanen Karte.
Den einen Skef, den habe ich aus 139 Metern. Davor habe ich den ersten Skef, dann habe ich die beiden Guards getötet, dann haben wir beide auf Stürme geschossen, den hast du natürlich gekriegt, dann habe ich noch einen getötet. Das ist so